Hallo zusammen, heute sind wir hier live auf dem Hasenmaa E-Day in Berlin. Trotz Corona-Krise ein erstes Live-Event. Herzlichen Glückwunsch, Anna, für die Durchführung dieses Events. Bis jetzt, wir sind halb durch den Tag, super Ergebnis. Meine erste Frage an dich. Du hast im März angefangen, in der Hasenmaa die Verbandsgeschäftsführung zu übernehmen. Worum geht es bei der Hasenmaa und wie unterstützt ihr eure Mitglieder? Das ist eine sehr gute Frage. Worum geht es in der Hasenmaa? Es geht mir momentan hauptsächlich um die Vermittlung von Wissen und um die Beibehaltung bzw. Gründung des Netzwerks. Denn dieser Zusammenhalt der Branche, der momentan überall spürbar ist, ist, denke ich, durch Verbände am leichtesten machbar. Das heißt, Hotel A hat ein Problem, braucht einen Tech-Anbieter, braucht irgendetwas, ein System, ein anderes Hotel, einfach einen Rat, manchmal auch einfach eine Schulter zum Ausweinen. Und ich sehe uns da in der Position, eben dieses Wissen zu haben, zu sagen, ja, ich gebe dir den richtigen Ansprechpartner. Ruf den mal an oder ich kann dir vielleicht auch direkt helfen. Und zu deinem Hintergrund ganz kurz. Du hast im März, wie gesagt, bei der Hasenmaa angefangen, bist jetzt Verbandsgeschäftsführerin. Wie ist deine Reise gewesen bis dahin? Woher kommst du? Ja, ich bin ursprünglich, ich bin ein Inselkind. Ich bin aufgewachsen auf der wunderschönen Nordseeinsel Norderney. Dort so ein bisschen dem Tourismus natürlich nah, allerdings nicht speziell im Hotel oder Ähnlichem. Bin dann nach dem Abitur mit 20 nach Düsseldorf gegangen und habe meine Ausbildung im Hotel Nico in Düsseldorf gemacht, in einem sehr, sehr großen Düsseldorfer Traditionshaus. Bin von dort irgendwann wieder zurück an die Küste gewechselt, wobei ich im Homeoffice bleiben durfte. Ich habe bei Obsthalsboom angefangen, für die, die es nicht kennen, das sind 10 Hotels an Nord- und Ostsee. Konnte dort den Maisbereich mit aufbauen, übernehmen und bin dann von dort aus ins Revenue Management eingestiegen. Genau, 8 Jahre war ich dort und dann bin ich zur Hasenmaa gewechselt in diesem Jahr. Gott sei Dank bist du gewechselt. Dankeschön. Das ist ein Gewinn für den Verband. Und mit Blick auf deine Rolle im Verband jetzt und heute, welche drei Themen beschäftigen dich aktuell am meisten? Natürlich im Grunde Corona, alles rund um das Thema Corona, Covid-19. Wie können wir die Hotels unterstützen? Wie können wir helfen? Welchen Wink müssen wir in Richtung Politik geben, aber auch in die Branche, vor allem auch in den Geschäftsreisebereich, der ja der Bereich ist, der momentan am meisten leidet. Wir versuchen eben, so wie du es gerade schon gesagt hast, auch mit diesem Event hier heute ein Zeichen zu setzen, zu sagen, es geht, wir können reisen. Wir planen auch andere Dinge, die noch nicht ganz spruchreif sind, in der Kooperation mit anderen Verbänden, wo wir auch eben solche Zeichen setzen möchten und sagen wollen, reist wieder, kommt und auch vor allem einen Appell an die Firmen richten wollen, lasst eure Mitarbeiter auch reisen, denn viele Mitarbeiter wollen reisen und dürfen unter Umständen gar nicht reisen. Und das macht es den Hotels gerade in der Stadt natürlich sehr, sehr schwer. Dann beschäftigen wir uns natürlich auch mit der Zukunft. Was passiert? Wie entwickelt sich generell der Hotelmarkt? Wie entwickelt es sich, in einem Hotel zu arbeiten, in einem Hotel Gast zu sein? Und worauf müssen wir uns vorbereiten? Also sicherlich ist Digitalisierung, auch Automatisierung sind wichtige Themen momentan. Das müssen wir zusammentragen, um da unseren Mitgliedern entsprechend die nötigen Insights zu liefern und die nötigen Tipps und Ratschläge auch an die Hand zu geben. Das klingt gut. Du hast es kurz angesprochen, es gibt Dinge in der Zukunft, über die du noch nicht sprechen kannst, aber wenn wir von Planung sprechen, die für uns alle aktuell schwierig ist, weil nicht keiner von uns, wenn wir ehrlich sind, weiß, was in den nächsten Monaten passiert. Aber mit Blick auf die kommenden Monate, worauf können sich die Hasenmaa-Mitglieder freuen oder was ist bei euch geplant? Ja, wir wollen schon alle Formate, die wir auch in der Vergangenheit erfolgreich durchgeführt haben, wieder durchführen. Wie auch heute, alles wahrscheinlich ein bisschen anders, vielleicht ein bisschen kleiner, aber vielleicht auch eben in dieser hybriden Form. Jetzt gerade aktuell planen wir unser Hotelcamp. Da steht das Datum auch schon fest. Das ist auch spruchreif. Vom 12. bis 14. November sind wir wieder in Krefeld, da wo wir letztes Jahr auch waren. Auch das ist ein Schritt zum Beispiel von uns. Wir möchten den Partner stärken, der uns letztes Jahr extrem gestärkt hat, auch in der Krise nochmal unterstützen. Und wir planen gerade auch das HR-Camp erneut, weil auch gerade der Faktor HR, wir haben ja den Fachbereich HR Employer Branding, ist momentan extrem wichtig. Da sprechen wir gar nicht unbedingt von diesem klassischen Kurzarbeit, womit sich viele beschäftigen, sondern vor allem auch damit, dass wir
ja, die Leute unterstützen möchten, die in Kurzarbeit sind, die unter der Situation privat auch leiden. Wie, in welcher Situation ist da der Arbeitgeber, also das Hotel? Viele, die im Hotel arbeiten, wissen, das ist eine Community, die fehlt gegebenenfalls gerade, weil man sich nicht mehr jeden Tag sieht als Mitarbeiter und Kollegen. Genau, und da wollen wir dann mit dem HR-Camp wieder so einen Impuls setzen und die Leute zusammenbringen und gucken, was wir da noch für die Branche reißen können. Super, und für alle, die es interessiert, die finden natürlich mehr auf hsma.de, denke Absolut. Ich. Und sollten richtig. Euch auch, wenn ich das richtig, wenn es in Ordnung ist, sozusagen, Social Media ist auch Pflicht, wenn man mit euch im Kontakt genau. bleiben. Teilweise möchte. Sind die News dort aktueller auf Absolut. Instagram ja. und Facebook ja, als auf der eigenen ja. Website. Super, Anna, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir freuen uns auf viele weitere Projekte der hsma und im Kontakt zu bleiben. Vielen Dank an euch, an Tech Talk Travel, auch für die gesamte Unterstützung heute beim E-Day. Super cool. Vielen Dank. Danke.